Könnten Sie mal so eine Art, ja, so Kategorisierung von Tätertypen vornehmen, wie sie damals in Auschwitz, sagen wir mal, so gang und gäbe waren? Sie haben sich ja da sicher Ihr Urteil gebildet oder Ihre Erfahrungen gesammelt. Was waren das für einzelne Typen so? Also ich hatte am meisten zu tun und hatte am meisten Beobachtungsmöglichkeit bei SS-Ärzten, weil ich eben beim SS-Standardarzt Häftlingsschreiber war. Ich kannte die SS-Ärzte nahezu alle, die zu der Zeit dort waren, mehr oder weniger gut. Und da gab es, also wenn man Typen einteilt, jede Typeneinteilung hat, ist problematisch. Aber es gab solche, die wir nannten es bei uns in unserem Jargon Fleißaufgaben machten. Mehr machten, als man von ihnen verlangte. Es gab solche, und gab einige, die haben wir beobachtet, wenn sie zum Beispiel zur Selektion eingeteilt waren, da gab es einen Turnusdienst, Selektion hieß Aussuchen derer, die man für die Gaskammern braucht, da gab es solche, die sich besoffen haben. Und es gab Einzelne, und im Jahr 44 war die Zahl größer als im Jahr 42, die da und dort versucht haben, vielleicht das eine oder andere abzuschwächen. Wobei es die Möglichkeit dadurch gab, dass es in der Zentrale zwei Stellen gab, die unterschiedliche Befehle manchmal gaben. Das Reichssicherheitshauptamt, also dort, wo Eichmann das große Wort führte, das war alle vernichten, und zwar die gefährlichsten, am wichtigsten. Und es gab das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, wo Pohl der leitende SS-Führer war. Die sagten, möglichst viel Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie. Und die Zahl derer musste gemeldet werden und die sollte immer höher werden, trotz der großen Sterblichkeit. Dadurch gab es eine Möglichkeit für einen SS-Arzt zum Beispiel. Die einen bekamen diese Befehle, die anderen gaben diese Befehle. Gab es die Möglichkeit, sich auf einen Befehl zu berufen, wenn man etwas abschwächte. Und diese Möglichkeit haben manche einzelne SS-Ärzte und vor allem der Standortarzt versucht auszunutzen. Im positiven Sinn für uns. Man kann also nicht sagen, Auschwitz war jetzt eine reine Verbrecherbande. Nein. Also überhaupt, also wir reden also jetzt von der SS. Die SS. Jede Pauschalierung, jedes Pauschalurteil ist ungerecht. Auch ein Pauschalurteil über die SS ist ungerecht. Da gab es Verschiedenes. Und auch zu verschiedenen Zeiten Verschiedenes. Der Krieg, die Entwicklung des Krieges hatte seinen Einfluss auch auf die Einstellung der vieler SS-Führer und auch der Mannschaften natürlich. Es gab zum Schluss, also in der letzten Phase, SS-Angehörige, die wir nannten, die sich eine Rückfahrkarte zu kaufen versucht haben. Das heißt, als sie sich orientiert haben, vielleicht finde ich einen, der vielleicht einmal was zu reden hat und dem mache ich jetzt Gefälligkeiten und berufe mich dann, bitte, bitte helfen Sie mir. Das gab es. Es gab es andere auch. Es gab SSler, die in der schon aussichtslosen Zeit für die Nazi besonders brutal waren. Vielleicht aus dem Gefühl, rausschwindeln kann ich mich noch, aber kann ich mich nicht, aber solange ich noch etwas machen kann, da nütze ich meine Macht aus. Vielleicht aus dem Gefühl. Das gab es auch. Es gab also sehr unterschiedliche Reaktionen und es gab dadurch für uns, die wir versuchten, positive Stellen oder Schwächen, wie Sie es nennen wollen, der SS auszunutzen zugunsten der Gefangenen, Möglichkeiten, da und dort etwas zu erreichen, da und dort etwas zu verstärken, da und dort auch Hoffnung auf eine Rückfahrkarte zu machen, wenn ich das Wort wieder gebrauchen darf.